Samstag, 16. Juni 2018, 19.54 Uhr, wenige Torchancen und trotzdem 3 Punkte. Dänemark tat sich gegen Peru sehr schwer, ist aber trotzdem mit einem glücklichen Sieg in die WM gestartet. RB Leipzigs Angreifer Yusuf Poulsen erzielte beim 1:0 den Siegtreffer, 59. Minute. Damit ist Dänemark in der Gruppe C Zweiter, punktgleich mit Frankreich, das zum Auftakt 2:1 gegen Australien gewonnen hat. 45 Minuten lang musste das Spiel auf seine erste große Torchance warten. Dann aber bekam Peru durch einen Elfmeter die Gelegenheit zur Führung. Poulsen hatte Christian Cueva im Strafraum am Fuß getroffen und zu Fall gebracht. Schiedsrichter Bakary Papagasama ließ zunächst weiterspielen, korrigierte seine Entscheidung dann aber nach Anwendung des Videobeweises. Cueva trat selbst an und schoss deutlich über das Tor, 45+1. Unter Tränen verließ der Peruaner zur Pause den Platz. Zuvor war Peru besser ins Spiel gestartet, überzeugte mit hohem Tempo. Torgefahr gab es aber auf beiden Seiten nur im Ansatz. Anders in Hälfte 2, Yusuf Poulsen traf nach einem Steilpass von Christian Eriksen mit einem Linksschuss frei vor Torwart Carlos Caceda zur Führung, 59. Peru hatte mehrere Chancen, auszugleichen, Edison Flores scheiterte an Torwart Kaspar Schmeichel, 61. Der Kopfball von Alberto Rodriguez ging knapp vorbei, 69. PDF-Download Spielplan WM 2018 in Russland PDF Größe 338 Bitte Paulo Guerrero, dessen Dopingsperre vor der WM reduziert worden ist, und der in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde, setzte den Ball mit der Hacke Zentimeter daneben. Schmeichel parierte Jefferson Farfans Abschluss aus zentraler Position knapp vor der Linie, 84. Dänemark überstand die anhaltende Drangphase Perus, Eriksen verpasste noch das 2:0. Peru-Dänemark 0:0, 0:0, 0:1 Poulsen, 59. Peru, Galese, Advíncula, Rodriguez, Ramos, Trauco, Tapia, 87. Aquino, Jotun, Flores, 62. Guerrero, Cueva, Carrillo, Farfan, 85. Rui Diaz, Dänemark, Schmeichel, Dalsgaard, Kjær, Christensen, 81. Jørgensen, Strüger, Delaney, Eriksen, Quist, 36. Schöne, Poulsen, N. Jørgensen, Sisto, 67. Braithwaite, Schiedsrichter, Gassama, Gambia, gelbe Karten, Tapia Delaney besondere Vorkommnisse, Cueva verschießt Foul Elfmeter, 45+1, Zuschauer, 40.500.